Hi, ich will euch heute meine 10 Lieblings-Mac-Lippies zeigen. Am Anfang waren die 10 relativ leicht, aber dann später, umso weniger Auswahl ich frei hatte, umso schlimmer wurde es. Also hier habt ihr mal die tollen Stücke. Und es sind alle, glaube ich, LE, bis auf einen. So, ich fange auch gleich mit meinen allerliebsten Newton an. Und zwar ist das der Innocence Beware und den habe ich zweimal in der Hand, weil ich habe mir von der Shop & Cook den Backup gekauft und ich trage ihn auch heute. Also meiner von der Disney LA damals, wo haben wir sie da, ist sie, habe ich den zuerst gekauft und der ist schon so winzig. Und ich habe ihn heute auch wieder drauf. Ups, das ist ein Cremeschien. Ja. Und ich liebe das Finish. Cream Sheen ist cool. Und hier haben wir den vollen. Sogar noch ganz, seht ihr das Funkeln? Sogar noch ganz unbenutzt. Den werde ich erst andatschen, wenn ich den hier leer habe. Und der ist sowieso in letzter Zeit wieder dauernd benutzt, weil das ist einer meiner Lieblinge. Allerliebsten Lieblinge. Wirklich. Also ich glaube, ihr habt das schon in die restlichen Videos schon bemerkt. So, dann noch ein Liebling. Ist Two Pumper. Die Swatches kommen wieder auf den Blog. Unten, falls euch die interessieren. Ich will nämlich nicht meine Hand extra voll machen und dann interessiert sowieso niemanden. Ja, das ist so ein richtiger, also so ein richtiger krasser Ton, ich weiß. Aber ich liebe das. Zu kalten Augen-Make-up sieht da voll geil aus. Und der ist auch schon relativ oft benutzt, wie ihr seht. Der war aus der Feline-Kollektion damals. Gibt es natürlich leider auch nicht mehr, ist ja LA. Aber das ist auch einer von meinen Lieblingen. Den habe ich mir dann nur noch am Schluss gekauft, Gott sei Dank, weil ich liebe den wirklich sehr. Was man ja auch gesehen hat, weil er ist schon sehr aufgebraucht. Ich mache zuerst die alltagstauglichen und dann die krassen, damit ihr das seht, wie viel Abstand da dazwischen ist. Das ist Faux. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ihr werdet das eh nicht sehen, wenn ich es euch zeige. Na, das ist auf jeden Fall Faux. Das ist so ein rosa Rosenholzton und hat den Satin-Finish. Und ich liebe Satin. Cremeschien und Satin ist so mein Liebling. Viele hassen Satin-Finishes. Weil die aus, sie trocknen schon ein bisschen aus, aber ich liebe die Finishes. Und das ist ein richtiger Alltagston. Der ist aber im Standardsortiment. Also falls ihr Interesse habt, den zum... Den hat, glaube ich, niemand. Ich habe den bis jetzt bei niemandem gesehen. Ist aber auch ein schöner Ton und wird nicht sehr beachtet. Also guckt ihn euch mal an. Okay, das ist der Fairy Glen und da ist die Packung schon sehr doof. Der war damals von der Tartan Tail LE. Ist auch so ein richtig schöner Nude-Ton. Eher so, der sieht ein bisschen den, wie heißt der, Freckleton? Also nicht ganz so, aber er kommt den, glaube ich, ein bisschen nah. Ist aber auch ein wunderschöner Nude-Ton. Den wollte ich mir damals noch ein Backup kaufen und habe ich aber nicht mehr bekommen. Ich hoffe, die repromoten den nochmal, weil dann kann ich den auch pausenlos benutzen, genauso wie den Innocence Beware, weil den liebe ich ja wirklich sehr, den Innocence Beware. Habt ihr auch sicher gesehen, weil sonst hätte ich mir auch kein Backup gekauft. Ja, machen wir weiter mit Plain Corée. Der war von der Quite Cute LA. Der ist so ein, das ist so auch ein Latin, finde ich, glaube ich, ja. Und so ein richtiges Müff-ähnliches Nude vielleicht. Also ihr seht auch, der ist komplett benutzt. Ich finde ihn wunderschön, weil ich liebe die Gerüche von diesem Mac-Lippies. Ja, der ist auch sehr, sehr, sehr... Also er trocknet, der trocknet bei mir verdammt aus. Wenn ich da nicht die Lippen vorher richtig gepflegt habe, schaut das total doof aus. Aber ich trage den auch sehr gern. So, jetzt kommen wir zu den letzten. Das sind die knalligen Farben. Und da fangen wir gleich mal mit... Okay, nicht ganz knallige Farben, aber auch nicht gerade alltagstauglich, würden viele behaupten. Das ist der Cine Sister. Da geht es in ein Lila, aber ist auch wunderschön. Der hat einen Lustre Finish.
Den kann man ruhig so wie ein Labello auftragen, weil den sieht man nicht so stark. Nach ein paar Mal öfter Schichten sieht man ihn voll gut, aber der hat auch so einen schönen Schimmer. So Goldschimmer, ich finde den wunderschön. Auch einer, den ich mir am Schluss noch gekauft habe, bevor er rausverkauft war, weil mir gefallen hat. Ich habe immer meistens Glück. Und die, was ich dann am Schluss gekauft habe, weil sie mir urgut noch gefallen, die liebe ich dann am meisten. Full Fuchsia. Den kennt sicher jeder, das ist auch von der Tartan Tail Alley. Aber der ist nicht so beliebt wie der Candy Yum Yum. Der kommt auch noch. Ist aber auch ein wunderschöner Ton. Mit dem habe ich angefangen, so knallige Farben zu tragen. Also das war mein erster und auch schon sehr benutzt. Ich liebe den aber, der ist wunderschön. Wirklich wunderschön. Dann haben wir, Moment mal. Bam. Candy Yum Yum. Der ist ein matt Finish, aber ist wunderschön. Das ist einer von meiner aller nicht umhauen. Lieblingslippenstiften. Ich trage ihn auch manchmal im Alltag, mir ist das vollkommen egal, was andere sagen. Der ist auch von der Quite Cute Alley. Da habe ich mich auch dämlich gekauft bei der Alley, das war ja auch echt abnormal. Dann auch von der Quite Cute Alley haben wir den Playtime. Der auch sehr stark benutzt worden ist. Der ist so ein richtiges, schönes, knalliges Lila und ich finde die Farbe wunderschön. Leider interessiert sich auch niemand für den. Aber die Farbe ist richtig schön. Seht das auch hier auf den... Also der ist... Was ist das für ein Cremeschienen? Da muss man auch mehr schichten. Aber ich finde den wunderschön auf den Lippen. Überhaupt wenn es so Sommer ist, Frühling, dann ist der wirklich toll. Ja, und der letzte, das ist auch einer von der Disney Alley. Das ist der Toxic Tail. Mit dem hat sicher niemand gerechnet. Der ist auch voll schön. Da war eine Autogrammstunde von der Alexander Steen, glaube ich, oder so heißt die. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall, ich kann euch den Post unten verlinken. Da habt ihr dann auch das Foto. Da wurden meine Cousine und ich fotografiert für eine Internetseite. Und da habe ich den Toxic Tail drauf und der knallt so richtig und der schaut so richtig geil aus auf dem Foto. Ich verlinke euch das mal unten, na, das ist richtig cool. Also... So knallt er nicht so, aber auf dem Foto, weil die hat er mit so einer professionellen Kamera das fotografiert, schaut das richtig geil aus. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, es waren auch welche dabei, die ihr auch zu Hause habt oder beziehungsweise interessieren überhaupt jemanden die MAC-Lippenstifte. Ich hoffe es. Ja, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also... Bye.